Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Einen Moment. So, jetzt. ja. Ich weiß gar nicht mehr. Also, ich habe lange jetzt nicht mehr gespielt. Ja, okay. Das ist der Fehler, den ich immer mache. Wohin wir eigentlich wollten? Okay, wir wollten dahin. Dein Marker, ja. Okay. Machen wir das einfach mal. Aber mir fehlt echt so ein, weiß ich nicht, so ein, irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Art Pferd oder sowas, um mich fortzubewegen. Was haben wir denn da? Kaya ist ja immer noch bei mir. Ich kann nicht Waffe ausrüsten, so geht das. Ich kann Sand nicht leiden. Er ist ein Zeuge des Todes. Kann ich verstehen, ja. Kann ich echt nachvollziehen. Oh, den können wir ausrauben. Der ist vollkommen tot. Ich denke, was hat was mit dem Vieh da vorne zu tun? Wir müssen sowieso weiter. Da ist noch eine kleine Hütte oder sowas in der Art. Okay, wir haben da auch Besuch. Schön. Sehr schön. Halbtränke. Was ist denn mit meinem Mikrofon heute los? Ah, ich habe momentan alles eingestellt. Alles läuft perfekt. Und jetzt habe ich ein paar Tage nicht gemacht. Mal weiter renoviert. Und schon hat sich wieder alles umgestellt. Einmal nach Hund gucken. Alles in Ordnung. Der pennt. Wie gesagt, ich muss ja immer noch ab und zu ein paar Mal nach ihm gucken. Wegen seinem Verband. Ich will nicht, dass er sich den abnagt. Nur weil er meint, dass er jetzt ungestört ist oder so. Da hinten sind Gebäude. Hochala. Wow. Da hinten sind Gebäude. Eine Feuerstelle sehe ich da. Och, ich laufe hier einfach weit. Ach so. Mhm. Gut, da können wir ja später nochmal überall hin. Ich denke mal, das Spiel, oder eher gesagt, jede Quest wird uns sowieso zu den verschiedenen Orten hier auf der Karte bringen. Dass wir früher oder später eh alles erkundet haben. Muss aber nicht sein. Ich denke es. Ich hoffe es. Sonst vergesse ich viel. Ja. Volumen kann man nicht aufheben. Mhm. Oh, boy. Was war das? Oh mein Gott, hier liegen Minen. Die habe ich gar nicht gesehen. Hoi. Da liegen Minen auf dem Boden. Hier überall. Okay, jetzt muss ich auch hier gucken. Oh, ist so ein Vieh. Da liegen voll die Minen auf dem Boden. Da auch wieder. Muss. Wow. Wow, okay, da kann ich definitiv nicht rein. Da sind auch ganz komische Tiere. Das ist einmal irgend sowas, das aussieht wie ein Dino. Ja, kommt hin. Und irgendwas, das einer Spinne sehr nah kommt. Das Vieh hat uns jetzt schon entdeckt. Greift aber noch nicht an. Ich könnte so einen Dokumentarfilm berichten. Also,
Ach, jetzt bin ich schon wieder vor der... Jetzt war ich auf das Vieh. Habe ich mich auf das Vieh konzentriert und war total abgelenkt und habe mich auf die Minen geachtet. Ja, jetzt ist Ende. Toll. Ach, das war ja ein super Start. Ignoriert das bitte, Leute. Ignoriert das. Das war grausam. Mein Gott. Okay, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwie hin müssen. Ich glaube, so, jetzt, genau, jetzt bin ich wieder im Bilde. Oh, irgendeine Quest hat uns doch dorthin geführt. Ich gehe jetzt erstmal und mache jetzt erstmal meine Quest da zu Ende. Und dann kann ich immer noch dorthin gehen, obwohl das hier ja gar nicht so gut ist, ne? Ach ja, nee, leck mich doch, ey. Schon wieder eine Mine. Ach, siehste, Kaya ist auch in eine Mine gelaufen. Bin ich die Einzige, die dumm ist. Jetzt gehe ich doch hier rein. Hallo? Was war Kaya? Was das früher wohl mal war? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eher Angst, dass uns gleich irgendein Vieh überrascht. Halt mal die Augen offen. Ich bin nicht gut genug. Okay. Hier ist nur Fenster. Okay, da ist ein Dingens, so ein, ach, wie heißt das? Ach mein Gott. So ein Zahlenschrank, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es heißt. Und hier ist eine Nummer 6974. Ich denke mal, damit können wir den aufmachen. Da ist Spinne. Da ist Spinne. Natürlich die Frage. Spinne und Dino. Müssen wir jetzt auch auf das andere Dach. Also in das andere Gebäude rein. Oder reicht es, dass wir hier waren? Keine Ahnung. Okay, was war das hier nochmal? Also 6974. Neun. Sieben. Vier. Geht doch. Ja. Gelohnt, sag ich jetzt mal was anderes, ne? Ich brauche für irgendwas starken Schnaps anscheinend. Ich blick durch meine eigenen Quests schon gar nicht mehr durch. Da ist schon viel zu lange her, dass ich hier irgendwas gemacht habe. Da, Mine, gemacht habe. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich jetzt da so lang laufe, ne, dann kriegen mich die Viecher. Also gehe ich lieber von hier, gespeichert hat er ja, und fliege da so genüsslich rüber. Kann man das? Geht das, ohne dass ich sterbe? Ach komm, wir versuchen mal. Ich schleiche mich an den Viechern vorbei. Das sieht sehr gut aus. Ja, das hat sie erledigt. Kaya, lass es sein. Das bringt nichts. Oh, hier ist direkt eine Mine. Haha, hier kommt sie nicht ran. Ach, da ist ja noch eine. Ach du Scheiße. Hii. Irgendein Vieh ist durch die Mine gelaufen. Ich finde das sehr cool, dass auch darauf geachtet wird, dass diese Viecher auch in die Mine laufen können. Also, dass das berücksichtigt wird, dass das dann auch zündet. Finde ich gut.
Das hätte schief gehen können. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Du bist ja schon wieder hier. Ich muss erstmal gucken hier. Da unten ist ein Schlafsack. Da sind Treppen. Die führen noch weiter. Nach weiter nach oben geht nicht. Ja. Hier ist nichts weiter. Ist da unten voll das Vieh, ey. Ich würde sagen, Kaya, wir fliegen jetzt hier runter. Ja. War sowas vom Besuch hier. Und... Aha. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ich habe keine Ahnung. Okay. Vieh ausgetrickst. Einigermaßen ausgetrickst. Was haben wir hier hinten? Da kann man rein. Dich hole ich. Huch! Warum? Oh Gott. Outlander. Outlander. Outlaws. Scheiße. Ich war bei meiner Serie gerade. Huch. Heidewitzka, da sind ja... Uiuiuiui. Okay, Kaya, wir fliegen jetzt definitiv hier raus. Das bringt, macht überhaupt keinen Sinn. Noch länger hier zu bleiben. Und jetzt renn, Kaya. Die Minen achten. Oh, ja, ich hab's doch gerade noch gesagt. Scheiße. Aber ich bin eigentlich gar nicht drauf gelaufen. Ich bin dran vorbei, aber egal. Okay. Haben wir erkundet. Ist nichts drinne, außer ein paar Outlaws. Ich bin auf Outlander. Hab gerade die Serie geguckt, wahrscheinlich deswegen. Ja, Leco Mio, ey. Was, ich bin nicht tot? Bin ich tot oder nicht tot? Ich bin tot. Da ist gar kein Ende aufgeploppt. So, da hinten brauchen wir gar nicht gucken gehen. Was, da ist noch eine Plasmazelle, die nehme ich noch mit. Okay. Ja. Rennen! Hier passe ich jetzt aber auf. Dann haben die das Gebiet hier bestimmt vermiemt. Och, jetzt... Oh, jetzt reicht's aber langsam hier, ey. Haben wir denn? Das ist noch ein ganz schönes Stück. Oh, ich mag auch keinen Sand, ne? Das ist so, oh. Am schlimmsten finde ich es am Meer, wenn du gerade so aus dem Wasser rauskommst, ne, obwohl ich das Meer auch nicht mag, wenn du so gerade aus dem Wasser kommst und hast voll die nassen Füße und gehst dann in den trockenen Sand, dann klebt das immer so an die Füße. Oh, mag ich nicht.
Mag ich gar nicht. Großes Tier? Irgendwie bin ich froh, dass diese Dinger nicht mehr fahren. Warum? Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Da fühle ich mich der Erde nah. Ich glaube, das Vieh kommt hier nicht, doch kommt. Was ist das? Yep. Den haben wir erledigt. Ist hier irgendwo ein Portal in der Nähe? Nee. Also ich finde es ziemlich... Oh, Bobadi. Doof, dass die Dinger nicht mehr fahren. Eieiei. Oh, guck mal hier, wir haben einen Rucksack. Achso. Ich will nicht wissen, wie es dir geht. Das Vieh kriege ich tot. Aber das Tier da hinten, das aussieht wie Alien Nummer 2, das kriege ich nicht kaputt. Geh außen rum. Obwohl das hier wüst ist, ist hier trotzdem Eis. Ach, guck mal, was ist das denn da für ein Raum? Ach, mein Gott. So viel zum Erkunden. Ein Knochen, den nehmen wir mal mit. Sieh noch ein bisschen weiter. Ach, guck mal. Den ignorieren wir mal gekonnt. Ja, ja, ignorieren. Was ist das denn? Was ist das hier? Was ist das? Keine Ahnung. Ich konnte das Schild da auch nicht lesen. Ich bin gerade überall ab, von allem abgelenkt hier. Oh, Windmühlen. Oh. Oh ja, da unten liegt einer. Der jetzt definitiv hinter sich. Habe ich gut gemacht. Was ist denn das da hinten für ein Ort? Und hier, jetzt fängt hier wieder ein Dschungel an. Hier ist die Welt komplett durcheinander. Erst Dschungel, dann Wüste, dann zwischendurch mal ein bisschen Eis, dann wieder Dschungel. Das ist hier direkt. Ist das nicht ein Weltenherz? Komm. Ich warte ja noch immer drauf. Sieh dir an, was diese Barbaren mit dem Weltenherz gemacht haben. Statt das neu erweckte Leben zu begrüßen, treten sie es mit Füßen. Passiert. Vielen Dank für dein Mitgefühl. Passiert, ne? Ist ja logisch. Ach, hier ist es mit den Outlaws. Ja, wir sind da. Hey, ho. Ich töte dich, du verdammtes Schwein. Ach ja? Versuch's doch. Dann komm her, du Bastard. Jetzt geht's auf den... Ich höre da gerade den Tod von Gary die Geschichte führen. Was? Was? Wieso hat er mir das jetzt erst gesagt? Pah. Die Säcke haben ihre Abreibung bekommen. Dich hatte ich allerdings nicht auf der Rechnung. Ihr habt hier ganze Arbeit geleistet. Naja, einfach war es nicht.
Diese Berserker können gut einstecken und noch besser austeilen. Zum Glück hat mein kleiner Granatentrick funktioniert. Granatentrick? Ja, ich habe einem meiner Jungs gesagt, er soll sich das Ding ins Maul schieben, den Splint ziehen und sich auf einen Berserker stürzen. Und das hat er mitgemacht? Ja klar, ich habe den Idioten ja vorher ordentlich mit Stims vollgepumpt. Jetzt kann ich mir auch noch seinen Teil der Belohnung unter den Nagel reißen. Wozu der Angriff auf die Berserker? Die wollen aus unserer schönen Wüste einen Dschungel machen. Aber niemand nimmt sich das Land des Dukes. Tavar soll schön so bleiben, wie es ist. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Jeder, der anders denkt, soll sich verpissen. Und was ist mit den Alps? Du meinst, nur weil sie hier einen Konverter aufgestellt haben, dulden wir sie? Glaub mir, der Duke hat schon genügend Pläne im Keller, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Was ist mit deinen Kameraden? Die überlassen wir dem Aufräumkommando der Ratten. Die Wüste erledigt das im Schnellverfahren. Wenn du etwas von ihren Kadavern brauchst, nimm's dir einfach. Schlägst du hier jetzt dein Lager auf? Bist du bescheuert? Sobald sich hier die Viecher breit machen, ist man besser woanders. Außerdem will ich im Fort meine Splitter einstreichen. Damit kann ich mir den Arsch vergolden. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Vielleicht gebe ich dir auch einen Schnaps und eine Braut aus. Wie viel hat man euch für den Angriff auf die Berserker versprochen? Ein paar tausend Splitter. Nicht schlecht. Sag bloß. Und ich bin der Einzige, der überlebt hat, um davon zu berichten. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich jeden einzelnen Splitter aus William herausquetschen werde. Wow. Eieieiei. Toll, da sagt er mir erst ganz zu spät, Geralds Tod wird die Geschichte verändern. Toll. Und in dem Moment ist der Alte schon tot. Ich hätte überhaupt nicht so schnell handeln können, wie der gewollt hat. Toll. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich ja eingegriffen. Aber so? Na komm, ich begleite dich ins Fort. Macht ja sonst keinen Sinn. Ich begleite dich ins Fort. Gut. Ein bisschen Rückendeckung während der Reise kann ich gut gebrauchen. Von meinen Begleitern ist ja nicht viel übrig geblieben. Folge mir einfach. Woher kommst du überhaupt? Wenn ich dir das erzähle, muss ich dich töten. Du schleppst also ein Geheimnis mit dir herum? Dann vertrau dich nicht den falschen Leuten an. Erst recht nicht in Tavar. Sonst jagen sie dich für ein paar Splitter zum Teufel. Ich würde es tun. Du kannst es ja mal versuchen. Sei froh, dass ich ehrlich bin. Verlogene Typen sind so nützlich wie ein zweites Arschloch. Nimm's also locker. Vieh? Hey ho! Boah, ich will dieses Sägeschwert haben. Weiter geht's. Der hat ein Schwert als Kettensäge. So, oh. Ein gutes Stück haben wir hinter uns. Du hast sicher schon mitbekommen, was in Tavar auf dich wartet. Karges Ödland, Sand und kein Bier, um sich die Gegend schön zu saufen. Außer du bist im Vor, aber bis dahin muss man es erst einmal schaffen. Warum habt ihr euer Hauptlager in der Wüste aufgeschlagen? Nach den Territorialkriegen war die Wüste die letzte Gegend, die man sich unter den Nagel reißen wollte. Verständlich. Und da die Outlaws damals noch nicht so vereint und stark waren wie heute, mussten sie nehmen, was übrig blieb. Heute denke ich, dass es das Beste war, was uns passieren konnte. Die Wüste schenkt dir nichts und erzieht dich dazu, dir alles zu nehmen, was du brauchst. Und das ist die einzige Lektion, die etwas taugt. Von mir aus können wir weiter. Das Gröbste liegt bald hinter uns, also los. Komm dem Konverter nicht zu nahe. Dort wirst du zu Brei verarbeitet. Ich weiß.
Wenn du allerdings jemanden nicht leiden kannst, lock ihn ruhig da rein. Dann machst du dir nicht die Hände schmutzig und bist ein Problemärmer. So kann man aus den Alps noch seinen Nutzen schlagen. Danke für den Tipp, ey. Mal ein bisschen umgucken hier. Boah, da war schon wieder so eine Spinne. Was die alles so für Dinger haben, ey. Was jetzt? Ein kleines Stück noch. Der typische Geruch von billigem Fusel und Schweiß liegt auch in der Luft. Ein gutes Zeichen. Aber sag mal, bist du überhaupt schon mal im Fort gewesen? Nö. Nein. Dann gebe ich dir einen guten Rat. Piss niemals den Duke an. Er bestimmt, wo es lang geht. Also halten wir uns ran. Und dann heißt es, die fette Beute einstreichen. Da ist schon wieder so ein Vieh. Ah, das Vor. Mhm. Vieh. Da ist noch ein Vieh. Das ignoriert uns einfach. Na gut, sie machen aus dem, was sie kriegen können. Ne? Sie machen schon was aus sich, würde ich jetzt sagen. So, da sind wir. Willkommen auf dem größten Schrottplatz der alten Welt. Halte deine Taschen geschlossen und reiß die Klappe nicht so weit auf. Ansonsten kannst du tun und lassen, was du willst. Gut. Wir laufen uns sicher noch über den Weg. Aber jetzt muss ich mich um meine Belohnung kümmern. Und mein Anteil. Ich komme mit. Ich komme mit. Wozu? Geh lieber einen trinken oder lass dir den Chrom von der Stange putzen. Aber wenn du unbedingt ein paar Splitter abhaben willst, schlage ich was für dich heraus. Kreuzen wir beide bei ihm auf, lässt er garantiert nichts für dich springen. Dir hat man immerhin nichts versprochen. Aber ich kenne das Schwein. Lass mich nur machen. Gut. Ich nehme dich beim Wort. Triff mich morgen in der Kneipe. Bis dahin habe ich sicher was für dich aufgetrieben. Aber wir glauben ihn mal. Ich gehe jetzt da in das Fort rein. Sage Halleluja. Schönen guten Tag, dass ich... Ray! Kumpel! Hey Mann, keine Minute zu früh. Voll vergessen. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Hm. Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Fort einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Mhm. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. Aber ich wollte nicht Probleme machen. Hier entlang. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Erbärmlich, wie gierig die Menschen in diesem Teil der Welt sind. Ja. Yep. Wir können uns auch anders einigen. Oh Gott. Entschuldigt. Ich habe die ganze Zeit dran gedacht, ey, und in dem Moment sagt er das. war seine schmierige Art, ne? So dieses Und wenn du nicht zahlen willst, können wir uns ja auf eine andere Art und Weise einigen. Beste Reaktion von ihr. Bah, echt geil. Hier sind die Splitter, ich will nicht ins Fort, von mir bekommst du gar nichts, ich habe dich schon bezahlt, Suggestion. Na, das können wir ja nicht, ne? Von mir bekommst du gar nichts.
Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich lasse dich umsonst rein. Dafür zahlst du mir das nächste Mal das Doppelte. Deal? Was? Oh, muss ich dem echt 200 Splitter bezahlen? Ich glaube, ich habe gar nicht so viel. Oder habe ich so viel? Na komm. Schon gut, ich zahle. Ich wusste doch, du wirst vernünftig. Na dann, viel Spaß im Vor. Spike ist zufrieden, ja. Gib mir einen groben Überblick über das Vor. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Vor wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Vor in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Matt Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher. Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Pickel. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Weibstück hier. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Natürlich geht mir der Stift, wenn sie hier patrouillieren. Aber das meine ich nicht. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Okay, Leute, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.